du sagst Scheiße. Und ganz ehrlich, das muss nicht sein. Bin ich ja ganz ehrlich. Ich würde sagen, wir holen richtig auf. Auf den, der vor uns ist, irgendwann mal. Sehr gut. Ich kann das Lenkrad noch weiter drehen. Sollte ich vielleicht auch mal tun, damit ich auch um die Kurve komme. So, Verstappen, was ist? Kommst du noch an Ferrari vorbei oder nicht? Eigentlich haben wir hier gut eingestellte Autos. Und gut Grip. Muss ich ja echt mal so sagen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass ich zum Rennen hier so richtig fett Grip kriege. Drei Sekunden hinter Vettel. Hast du so viel verloren? Alter Braten. Aber richtig heftig. Uiuiui. Ui, ui. Da muss er aufpassen, dass er nicht von Raikön auch gecasht wird. Weil der hat natürlich Bock. Der will natürlich in seinem letzten Jahr bei Ferrari natürlich nochmal punkten, ne? Wer weiß, ob er das mit seinem neuen Team als nächstes auch wieder machen kann. Ob wir den überhaupt in die Punkte dann, in den Punkten dann sehen. Oh, nicht gut. Stehende Reifen sind immer kacke. Egal in welcher Form. Nur noch 12 Runden. Oder 11 und der Rest von dieser sozusagen. Die Batterie ist gut geladen. Erhöhen wir den ERS-Einsatz. Bin ich dabei. Abstand gewinnen, um eventuell nochmal einen Reifenwechsel zu machen. Ohne den ersten Platz zu gefährden. Für zum Beispiel Safety Car. Na, dann lass jetzt noch ein Safety Car kommen. Und ich bin zufällig an der richtigen Stelle. Würde ich tatsächlich nochmal reingehen, mir neue Reifen holen. Um den Vorteil in den letzten Runden einfach nochmal auszuspielen. Ist tatsächlich so. Die Reifen, die nutzen sich wirklich gar nicht ab, so wie es aussieht. Wahrscheinlich in 10 Runden sieht es mit Sicherheit ganz anders aus. Und dann werde ich mich ärgern, dass ich den Spruch gelassen habe. Garantiert. So, Reifentemperatur ist eigentlich voll okay, ne? 87 Grad zu 90 Grad hinten, da kannst du nichts zu sagen. Darfst halt nur zusehen, oder musst halt nur zusehen, dass die Reifen nicht irgendwie durchdrehen oder sowas. Dann ist eigentlich alles tutti. Motor sagt auch alles gut. Wäre jetzt auch ein Wunder, wenn es nicht so wäre. Sprit ist auch okay.
Rundenzeiten sehen soweit auch ganz gut aus. Da bin ich nur eine halbe Sekunde langsamer als meine Bestzeit. Status. Kannst du das wiederholen? Wir hören dich schlecht. Status. Das habe ich nicht verstanden. Nochmal bitte. Okay. Dann wieder ein Status-Report. Status-Report. Hey, Status-Report. Du bist auf dem ersten Platz und führst das Feld an. Vettel liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 13,2 Sekunden. Sie fahren mit alten, ultraweichen Reifen. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Noch 11 Runden. Das ist zumindest der Plan, ne? So, ich weiß, man kann auch irgendwie noch mehr abfragen, außer die Klassiker halt, ne? Ich muss mir echt mal die Befehle angucken, ey. Was es da alles so gibt. Aber wahrscheinlich vergesse ich dann, wie sie heißen. Gegen wen fahre ich? Okay, die Hauptkonkurrenten dieses Rennens sind Vettel und Verstappen. Treibstoffinfo. 10 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Richtig cool. Rennstrategie. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Kann man nicht auch fragen, wo der Teamkollege ist? Teamkollege? Wie bitte? Die Verbindung bricht ab. Status Teamkollege. Status Teamkollege. Max ist auf P3. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 16,2 Sekunden. Sie fahren mit alten, ultraweichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,38,1. 1,38,1, okay. Wie schön, wenn du so lange Geraden hast, dann kannst du dich damit auch so langsam mal beschäftigen. Ich habe schon so oft gesagt. Status Konkurrent. Max ist auf P3. Der Unterschied beträgt 16,8 Sekunden. Sie fahren mit alten, ultraweichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 38,1. Ich dachte eigentlich, der würde jetzt Vettel oder sowas raushauen. Ach nee, das wäre ja Van Hülkenberg, ne? Ah, lol. Warte mal, ich glaube, da nimmt er die richtigen Konkurrenten, die ich mir im Menü eingestellt habe. Sprich, Verstappen, mein Teamkollege. Und Hülkenberg in meinem Fall. Aber der ist ja schon raus. Stimmt. Nice. Reifenstatus. Kurzes Update zum Thema Reifen. Von unserer Seite sieht alles astrein aus. Sag Bescheid, falls du Probleme bemerkst. Sehr schön. Also es funktioniert. Das ist das erste Mal, dass ich es so richtig durchtesten kann. Dass ich da vor allem auch mal dran denke, das zu machen. Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff. Wäre schon geil, wenn er jetzt mal so von der Linie runterfahren würde. So wie ich das Spiel einschätze, bleibt er gleich mitten in der Kurve irgendwo stehen. Ich hab nicht mal DRS, lol. Ach nee, kommt da hinten erst. Ja, da war ja was. Ich müsste jetzt eigentlich DRS haben, aber habe ich nicht. Okay, schade.
Okay, Regenfunkverkehr hatten wir auch. Können wir noch machen. Das können wir noch machen, damit es nicht so langweilig wird. Einfach mal rausfahren. Drehen. Zeit verlieren. Hm. Vorschläge? Vorschläge fürs nächste Mal, wenn es wieder so langweilig wird? Weil mein Glück war ja gewesen, dass ich am Start im Endeffekt so gut mithalten konnte und das Vettel so einen beschissenen Start hingelegt hat, dass ich quasi doppelten Windschatten hatte durch Verstappen und Vettel. Und dadurch dann an beide vorbeiziehen konnte. Das war natürlich mein Vorteil. Sonst wäre ich wahrscheinlich irgendwo, ups, Entschuldigung, irgendwo hinter irgendeinem festgehangen. Okay, nicht mehr lange und wir haben es Gott sei Dank dann mal geschafft. Und haben auch punktetechnisch dann endlich mal aufgeholt. Und dadurch, dass Hamilton, wo ist der überhaupt, dass der nicht auf dem Podium stehen wird, hat der richtig Punkte verloren, ne? Also für die Fahrerweltmeisterschaft ist das nicht gerade förderlich. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 20,0 Sekunden. Wäre die Frage... Wen nehmen wir als nächstes als Konkurrenten? Wagen wir uns da wirklich an Hamilton schon ran? Wenn es mir angeboten wird? Wollen wir das mal machen? Wir versuchen es mal. Pass auf, wir versuchen es mal. Egal. Also wir gucken mal nach, wer uns da geboten wird. Und nehmen da mal so eine richtige Krachlatte. Oh. Noch einmal und ich habe eine 5 Sekunden Strafe. Nicht gut. Ne, 3 Sekunden. Nicht gut. Nicht gut. War ein bisschen zu früh, ne? Ein bisschen viel Wheelspin, tatsächlich. Aber ich hätte auch nicht gedacht, bin ich auch ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das hier so easy, also so eine mehr oder weniger Spazierfahrt werden wird. Also habe ich echt nicht gedacht. Und schon gedacht, ja, ich komme vor, natürlich. Das habe ich schon gedacht, weil mittlerweile ist die KI wahrscheinlich zu einfach oder zu leicht für mich eingestellt. Aber ich möchte auch nicht in den KI einstellen. Oh. Wenn du weiter so die Kurven schneidest, brummt dir die Rennleitung eine Strafe auf. Haben wir doch schon. Du hast für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe erhalten. Ja, ich hasse es, tatsächlich die KI-Einstellung in der Saison, in der laufenden Saison, ändern zu müssen. Das finde ich eigentlich kacke, weil ich würde schon gerne mit den Einstellungen, wo ich Saisonanfang bin, die Saison auch beenden. Das würde ich schon gerne machen. Aber wir können sie definitiv für die zweite Saison, möchte ich mittlerweile mal sagen, deutlich höher stellen. Also ich bin auch ehrlich, ich trainiere, wenn ich offscreen trainiere, für zum Beispiel die Multiplayer-Sessions, dann habe ich die KI auf voll stehen, also auf alles, was geht. Und bin dann nach so 2-3 Testrennen tatsächlich dann auch immer so in den Top 5 eigentlich. Gerade so eben, aber Top 5, möchte ich sagen. Das möchte ich jetzt nicht abschreiben, hier mit dem Red Bull-Auto halt, ne?
Und da haben wir ja auch nicht die Upgrades, wie wir sie hier haben, sondern ich glaube, das ist dann der Standard-Red Bull. Und ich sage mal, oh. Und ich behaupte mal, das ist dann gar nicht mal so schlecht. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 16,8 Sekunden. Weiß ich, was hat die KI als voll? 110, glaube ich, ne? Oder 115, irgendwie sowas. Und das ist halt eingestellt. Im Testmodus. Und ich möchte auch sagen, also das, was ich hier fahre, keine Ahnung, 80 oder was ich hier habe, 85 oder sowas, ist definitiv auf jeden Fall für mich, wie man sieht, zu weich. Oder zu weich geworden, muss man ja auch sagen, ne? War ja zu Anfang noch, sah es ja noch ganz anders aus. Hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir das Auto so schön entwickeln konnten. Dass die Entwicklungspunkte ja meines Erachtens tatsächlich sogar viel zu schnell kommen. Gut, haben sich wahrscheinlich die Leute beschwert vom letzten Mal. Da haben sie ja wirklich so eine halbe Ewigkeit gebraucht, bis du dein Auto mal so aufrüsten konntest. Auf der anderen Seite war es ganz cool. Das hat so ein bisschen, das war so ein bisschen realistischer. Aber da wir ja im Spiel sind, möchte ich mal behaupten, so eine Mischung aus dem heutigen und dem 2017, was die Entwicklung betrifft, die Autoentwicklung. Das wäre cool. Mir tut so langsam der Hintern weh. Ist ja immerhin schon das zweite Rennen, was ich hier am Stück aufnehme. Wie gesagt, eben noch Multiplayer, Deutschlandrennen. Und jetzt hier Sochi, da qualmt ja schon der Hintern, ne? Energie ist zum Ausgeben da. Erhöhe den ERS-Einsatz. Ja, gleich. Die nächsten Kurven Achtung, nehmen wir noch mit. Achtung, VSC auf der Strecke. Das virtuelle Safety Car ist auf der Strecke. Wir müssen hier ein positives Delta beibehalten. Langsamer werden. Positives Delta beibehalten. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Ja, hier sagt das zumindest, ne? Ich weiß noch, letztes Jahr habe ich Gas gegeben. Weil ich dachte, ich müsste Gas geben. Wäre halt auch eine Maßnahme gewesen, jetzt nochmal in die Box zu fahren. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Hätte ich jetzt für die letzten drei Runden, beziehungsweise zwei Runden... Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Nochmal frische Reifen gehabt, ne? Wäre auch scheiße. Na egal, komm. Kriegen wir auch rum. Glaube ich. Ein Herr Strolch. Eine Abkürzung. Erneut. Aber das soll mir jetzt sowas von egal sein. Die Strafen nehme ich von mir aus in Kauf. Aber so ein Drift nicht, das muss jetzt nicht noch sein, ne, zum Ende hin. Es wird jetzt nochmal spannend. Brauche es aber nicht mehr zu werden, also jetzt nicht mehr. Okay. Noch eine Strafe brauche ich hier nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben nur 14 Sekunden Vorsprung. Hallo. So, zwei Runden noch. Und dann sollten wir es eigentlich haben. Dann
wir jetzt nicht mehr ganz so angespannt fahren, sondern gechillt. Ist das gut? Wobei, wenn wir gechillt fahren, ist das auch kacke. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 23,5 Sekunden. Verbremsen ist auch scheiße, ne? Wir sind bei plus eine Runde extra Benzin. Benzinplanziel. Bleib mal ganz gechillt, Alter. Jans hier Schildmann. Mein Herr Gasly. Ich weiß nicht, wie oft ich den Namen heute schon gelesen habe. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Der Abstand zum Hintermann beträgt 13,7 Sekunden. Wie viel? Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Dann gehen wir doch mal auf die Vollen jetzt. Das ist ja jetzt die letzte Runde im Endeffekt. Statusreport. Du führst das Feld an. P1. Vettel hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 13,7 Sekunden. Aha. Sie fahren mit alten, ultraweichen Reifen. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Hätte ich wieder beinahe zu früh eingelenkt. Ja, man merkt schon, dass die Reifen jetzt auch fertig sind, ne? Das merkst du schon. So, ich glaube, jetzt haben wir die kritischen Stellen alle weg. Ein paar Informationen zu Bottas. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto. Scheiße. Und wird deshalb langsamer. Woohoo! Fantastisches Rennen, einfach klasse. Diesen Rennsieg hast du dir sowas von verdient. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Red Bull heute den Sieg eingebracht hat. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Was haben Sie heute in diesem äußerst schwierigen Rennen bloß für einen Aufwand betreiben müssen? Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ein gutes Resultat für Sebastian Vettel, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Wenn man sich überlegt, wo Romain Grosjean begonnen hat und wo er jetzt steht, das ist eine wirklich starke Leistung. Also kann nur er heute der Fahrer des Tages sein. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Sauber, die mit einem guten Resultat in der WM einen Satz nach vorne machen. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 3 Sekunden Strafe, ja, wegen dem Abkürzen halt, ne? Das ist leider so.
Gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir geben noch mal ab. Ne? Gehen wir noch zu Claire? Komm, wir gucken uns Claire noch an. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Sie konnten heute die Spitzenpositionen ergattern. War es ein einfacher Sieg? Ein weiterer Platz auf dem Podium. Langsam muss es Ihnen da oben ja vertraut vorkommen, oder? Glauben Sie, dass Ihre Rivalität Sie in dieser Saison weitergebracht hat? Was meinen Sie, hat im Vergleich zum letzten Wochenende den entscheidenden Ausschlag gegeben? Danke für den Kommentar. Also da muss ich sagen, die Fragen waren diesmal wirklich ein bisschen schwieriger. Tatsächlich, also in der Tat. So, Rivalität gegen Hülkenberg gewonnen, da haben wir nochmal extra Punkte bekommen. Wir sind mit Verstappen fast gleich gezogen, tatsächlich 13-11, das ist in Ordnung. Meine Rivalität führt noch, aber das sollte sich nach dem nächsten Rennen tatsächlich ändern, in der Tat. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Schließe das Extremis-Programm ab, haben wir auch geschafft, innerhalb von 2 Rennen, haben wir schon beim ersten quasi gemacht, weil ich nehme die jedes Mal mit, die Trainingsprogramme. Ohne dem haben wir echt, Alter, ohne dem haben wir echt Probleme, das Auto oder überhaupt Entwicklungspunkte zu bekommen. Das ist einfach so. Gute nicht Arbeit, schlecht, genau, Herr Specht. Darauf habe ich gehofft. Mach nur weiter so. So, es ist natürlich die Frage, Vertragsveränderung beginnen. Das es nehmen wir noch mit. Es wird für uns ne? Zeit, deinen Vertrag neu auszuhandeln. Hier siehst du die aktuellen Angebote. Sobald die Verhandlungen beginnen, wird dir das Team ein Angebot machen. Du kannst zwar das aktuelle Angebot annehmen, aber ich empfehle dir wärmstens, bessere Konditionen auszuhandeln. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken. Das ist für mich jetzt schon etwas tricky. Das heißt, ich würde jetzt gerne erste Fahrer werden. Das machen wir einfach mal. Wir sagen im Qualifying mindestens dritter Platz. Erwartete Rennplatzierung mindestens dritter Platz. Das nehmen wir einfach mal. Teamziele. Das sind die Ziele, die das Team vorgibt. Und die mehreren, was? Und die mehrere Rennwochenenden umfassen. Schwere Ziele verschaffen dir mehr Ressourcenpunkte. Wenn du sie aber nicht erreichst, kann sich das auf deinen Ruf im Team auswirken. Pass mal auf, wir gehen mal auf Mittel tatsächlich. Wir gehen mal auf Mittel. Ich versuch's mal. Rennbonus. Ich weiß ja nicht, wie weit kann ich denn gehen, ey? Wollen wir? Ich glaube, wir verlangen hier eindeutig zu viel. Wir sollten ihnen mehr entgegenkommen. Dann würde ich sagen, wir bleiben beim zweiten Fahrer. Sie haben diesen Vertragsbedingungen nicht zugestimmt. Wir sollten es erneut versuchen. Teamziele einfach? Weil das andere habe ich jetzt auch alle schon so gehabt. Nee. Die Verhandlungen sind leider nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Das Team hat abgelehnt. Glücklicherweise konnte ich sie davon überzeugen, das ursprüngliche Angebot anzunehmen. Wir werden in Zukunft noch Gelegenheit bekommen, neue Verhandlungen zu beginnen. Das ist ja das, was ich haben wollte, im Endeffekt. Rennbonus keine. Ach was, ich habe doch eigentlich... Okay. Eigentlich habe ich ja alle 4 ausgewählt gehabt, aber egal. Gleichzeitige Entwicklung. Macht nichts. Gut, Freunde, ich würde sagen, nachdem wir die Vertragsverhandlung verkackt haben, geht's zum nächsten Rennen. Und das nächste Rennen ist in, ich habe keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, wo wir hinfahren, nach Sochi. Keine Ahnung. Wir sehen uns hoffentlich wieder zum nächsten Rennen am Montag im Singleplayer oder morgen schon im Multiplayer auf diesem Kanal. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. We'll be right back.